Zumindest in Magdeburg kann man das Gartenjahr schon mal als eröffnet betrachten. Übrigens schon zum 10. Mal, denn der holländische Veranstalter bespielt schon seit 2003 die Messehallen an den Tessenow-Garagen und führt die Magdeburger Besucher in ein Blütenmeer. Hieß im letzten Jahr das Motto noch Wasser in allen Variationen, waren in diesem Jahr die Wasserspiele wieder deutlich weniger, obwohl es einige sehr schöne zu sehen gab. Nein, 2012 steht unter der Überschrift Fantasie und Kreativität ohne Grenzen. Und deshalb gibt es in diesem Jahr besonders viele Dekorationsideen zu sehen. Und da kann die Deko anfangen mit dem Fußboden, geht über das Gartenhäuschen, Blumenampel und die vielen kleinen Dinge, die aus einem Garten ein ganz individuelles Stück Lebensqualität machen. Neben den Ausstellern, die schon all die Jahre auf der Messe waren, sind auch viele neue dabei, die innovative Produkte präsentieren. Zum Beispiel diesen Rasenmäher-Roboter, der ihnen mehr Zeit auf der Hollywood-Schaukel verschaffen soll, während er den Rasen auf englischem Niveau hält. Aber natürlich kommen dabei die Pflanzen nicht zu kurz. Neben Blumensträußen, die man schnell noch kaufen kann, weil man den Valentinstag vergessen hat, erfreuen sich besonders die verschiedensten Knollen, Zwiebeln oder Sämereien wachsender Beliebtheit bei den Besuchern. Hier kann man sich in aller Ruhe etwas aussuchen, was man dann zu Hause im Blumentopf oder im heimischen Kleingarten aussäen kann. Zu einem richtigen Garten gehört aber auch ein hübsches Häuschen, ein ordentlicher Grill oder auch ein Whirlpool. Und auch hier können Anbieter aus der Region helfen, die auf der Messe ausstellen. Es gibt sicher den einen oder anderen Messerabatt und die Standbetreuer nehmen sich Zeit für ausgiebige Beratungen. Alles in allem scheint das Konzept auch in diesem Jahr aufzugehen. Sie müssen nur noch hingehen.